Hallo und willkommen zusammen zurück auf meinem Kanal. Ja, wir sind hier wieder in The Long Dark und Methuselah haben wir gerade getroffen. Der hat uns ein bisschen was erzählt. Waren auch schon mal ein wenig fleißig und Moment. Wir haben uns also neue Klamotten besorgen müssen. Wir hatten keine Schuhe, keine Handschuhe, keine Mütze und ja, kaum noch was zum Anziehen an sich. Und ja, ich möchte heute den Katerstauder mit euch machen. Jetzt ist es so, dass wir... Moment. Ja. So, wir sollen also durch den Staudamm durch oder durch den Damm durch. Und zwar, wenn der Himmel leuchtet. Im Normalfall sollte dann alles mögliche an Lichtern angehen. Und da wir noch ein bisschen Zeit haben, der Himmel fängt zwar schon an zu leuchten, ist aber noch nicht so weit. Haben wir noch ein bisschen Zeit und ich werde in der Zeit noch ein bisschen was besorgen. Damit uns nicht langweilig wird in der Zeit. Auf jeden Fall sieht es wunderschön aus. Ich versuche das Ganze hier als Kurzguide zu machen. Also ich renne hier nur durch. Ja, allerdings der Wilde macht nicht immer mit. Nicht so dramatisch. An manchen Stellen werde ich dann eben halt ein wenig beschleunigen. So wie zum Beispiel jetzt. Ja, das Ganze dauert ein bisschen länger mit dem Laufen an sich, das ist schon klar. Nur momentan, das reicht noch nicht aus, ist aber übrigens wunderschön anzusehen. Und da wir noch anständige Handschuhe brauchen, die wir haben, die sind nicht so toll. Und da ich weiß, wo ich welche bekomme, würde ich sagen, hole ich die schnell. Und... da oben liegt eine Kiste auf dem Felsen. Ja, warum mache ich das Ganze hier im Dunkeln? So, da sind wir. Found it. Aber nicht. Das können wir auch da lassen. Die Handschuhe nehmen wir mit. Schnell noch anziehen. Da sind sie gleich. Achso, anziehen. Gut, da unten ist noch ein, weiß ich nicht, Holzfällerlager. Da werden wir auch nochmal schnell reinlaufen. Das hier ist abgeschlossen, da brauchen wir gar nicht versuchen. Und jetzt brauchen wir gleich Licht. Moment, ups. Die ist doch leer, genau. Dann nehmen wir die Streichhölzer. Ja, das sollte reichen eigentlich. So, gleich geht's los. Anzünden. Und hier will ich eigentlich nur die Lampe haben. Die nehmen wir. Und schmeißen unsere alte Lampe weg. Ist sie doch gleich. Da, und was doch. Das ist die neue. Ablegen. Zurück. Gut, nochmal schnell Feuer anmachen. War hier noch was Nützliches? Nein, eigentlich nicht. Okay, und wieder raus hier und tschüss. So, jetzt bin ich natürlich äußerst schnell gewesen. Halt. Auf Karte schnell gucken. Genau. Da müssen wir hin. Huch. Okay, aber ich will jetzt aber ziemlich viel zugemutet. Das war ganz schön hoch. Egal. So, dann legen wir die Streichhölzer erstmal weg. Und genießen hier das Lichtspektakel. Das ist doch wirklich klasse gemacht hier, finde ich. Na, komm rüber. Hopp. Ja, die Laternen hier sind noch nicht an, also ist es eigentlich noch nicht so weit. Ja, ein bisschen dauert es noch. Wir schauen mal. Ah, doch, da. Die erste Lampe geht an. Seht ihr das? Sehr schön.
Und der Staudamm. Die Lichter im Staudamm sind gerade angegangen. Also ich habe es gerade eben erst gesehen. Vielleicht war es auch einen kleinen Moment vorher schon an. Auf jeden Fall, es geht los. Juhu. So viel. Lauf, lauf, lauf. Ha. Sogar von dem Pickup, die Lampen gehen an. So. Ja, ja. Netter Wolf. Das sieht doch richtig klasse aus hier. Tolle Beleuchtung. Ja, das Spiel hier ist total actionreich. Also ich finde es richtig klasse. Und in die Episode 3 habe ich auch schon mal reingeschnüffelt. Ich werde das Ganze hier ohne Beleuchtung machen. Das heißt, ich nehme keine Lampen raus, damit das alles zu genießen ist. Und na, zurück. Noch einmal ducken. Na komm hoch. So, dann öffnen wir hier die Tür. Juhu. Auf Kabel müssen wir aufpassen, die am Blitzen und am Funken sind. Da verbrennt sich unser Will. Also ein bisschen gucken. Hier brauchen wir nur eines, und zwar diesen Schalter. There it is. Genau. Und dieser Schalter schaltet uns den Fahrstuhl ein. Den wiederum haben wir hier gefunden. Da leuchtet er. Genau, jetzt rufen wir den. I guess there's only one way to go from here. No. Ist er jetzt offen? Moment. Doch, der ist offen, aber ich sehe nichts. Jetzt muss ich doch wieder die Streichhölzer schnell rausnehmen. Okay, da haben wir es. So. Holy shit, what was that? Ja, die müssen wir aufbrechen. Alles nicht so dramatisch. Und das ist der Weg, den wir gehen müssen. Das Kabel dort, da müsst ihr auf jeden Fall aufpassen. Schön Abstand halten. Ja. Also wenn man so guckt, prima Atmosphäre. Aber wir wollen ja hier schnell durch. Das wäre dann diese Treppe, die wir hoch müssen. Und nochmal. So, mal kurz anmachen. Ja, bräuchte ich eigentlich, aber ist jetzt nicht relevant. Da ich das Ganze hier noch einmal mache, in meinem anderen Spielstand habe ich das. So, oh. Okay, okay, okay. Dann haben wir hier Bretter. Da müssen wir rüber. Einmal gleich nach links. Abgesehen davon, dass es tierisch unordentlich ist, sieht das richtig toll aus. So, dann haben wir hier dieses Seil. Und jetzt müssen wir nur noch mit der Taste W, nein, stimmt ja gar nicht, mit S nach unten aufs Kabel wieder aufpassen. Wenn es doch so sein sollte, schnell Schmerzmittel nehmen. Oh ja, genau. Da haben wir es doch. So, Schmerzmittel. Und ich glaube, genau. Das muss ich erst herstellen. Einmal den Verband. Gut. Und verbinden. Das solltet ihr auf jeden Fall schnell machen, ansonsten stirbt der Will. Was? Immer noch Schmerzen? Nein. Die Verbrennung ist weg. So, jetzt kommen wir auf jeden Fall in den unteren Staudamm. Ja, hier mit der Beleuchtung, das geht. Damit kommen wir zurecht. Dann haben wir hier eine Tür. Die kriegen wir nicht auf. Da haben wir keine Chance. Nicht so schlimm. Gibt ja noch andere Wege. Und immer auf die Kabel aufpassen. Da hinten ist noch ein Rucksack. Den lasst ihr da am besten liegen. Denn die Kabel sind hier ganz gut am Blitzen. Und das brauchen wir ja auch nicht. Okay, hier ist ein bisschen dunkel. Aber das ist machbar.
I better watch out. Ja, dann ist da hinten der schaltet uns die Kabel ab. Wenn wir jetzt hier rüber gehen, verbrennen wir uns wieder. Das brauchen wir auch nicht. Und... Moment, haben wir denn noch? Speicherhölzer, ja. Und hier genau dasselbe. Hier müssen wir durch und da würden wir uns verbrennen. Das lassen wir schön bleiben. Hier auch ein bisschen aufpassen. Und hier haben wir das Brett oder die Bretter, mit denen wir rüberkommen zum Schalter. Den schalten wir einmal aus. Dann hat sich das erledigt hier und wir können sogar rübergehen. Perfekt. Und hier können wir jetzt auch super rübergehen. Okay, verbrannt hat er sich gerade. Allerdings am Streichholz und wir müssen nichts machen. Jetzt hat er das wieder weggelegt. So war das jetzt nicht gedacht. Okay. Ein bisschen heller muss ich es machen, glaube ich. Und der Gang hier, den finde ich richtig klasse. So, an dieser Stelle werden wir uns wahrscheinlich wieder verbrennen. Ein bisschen warten. Na, doch, und schon wieder. Okay. So much. Da können wir leider nichts machen, da gibt es keine weiteren Schalter. So. Okay. Weiter geht's. Und, ups. Lauf, lauf, lauf. So, dann gehen wir hier durch diese Tür. Und danach geht's zur... Aua. So, jetzt werden wir eine kleine Geschichte hören. Und der Mann ist nun gar nicht nett. Zuerst hatte ich mich noch gefreut, ihn zu sehen. Inzwischen nicht mehr. Aber jetzt werde ich mal kurz schweigen, damit ihr das genießen könnt. A locked case. Well, that is interesting. A locked metal case is a thing of the old world, stranger. It's a world of closed doors and things being off limits. Ow. Will werde ich. Yeah, see, I was part of that world, but that world's over. This is my world now, and in my world, I make the rules. In my world, see, there are no locks. Ah. Your world sounds crazy. Gibt's doch gar nicht. What's in the case? I have no idea. What's in the case? I hope it's painkillers. Your ID says you're a pilot. You have a plane somewhere. My plane wouldn't do you any good. Yeah. Should I show you what happened to the last person who lied to me? She didn't look so pretty after I was done. She? So now he's ready to talk. Well, don't worry, pilot. You'll be with her soon. Hey! Wow. Ja. Das ist die Episode 2 gewesen. Ich habe jetzt den Abspann mal weggelassen. Die Episode 3 kommt dann hier direkt nach. Machen wir jetzt natürlich nicht. Und ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, es ging euch auch schnell genug. Also ich habe mich beeilt und schneller ging es nun wirklich nicht. Ja, dann freue ich mich aufs nächste Mal und bleibt neugierig. Nehmt ein Abo mit, aktiviert die Glocke, kommentiert und bewertet. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.